Hast du dich schon mal gefragt, was Männer wirklich wollen? Was suchen sie in einer Frau? Falls ja, dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video werde ich dir die Top 4 Dinge erklären, die Männer in ihrer Traumfrau suchen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva. Ich bin Dating- und Beziehungscoach für Frauen und betreibe diesen YouTube-Kanal seit mittlerweile einigen Jahren. Habe hier über 500 Videos hochgeladen, die dir dabei helfen, eine neue Art der Liebe zu entdecken, und zwar eine intuitive Liebe. Denn dort draußen gibt es viel zu viele komplizierte Tipps und Tricks und Techniken von Leuten, die keine Ahnung haben und die selbst keine glückliche Beziehung führen, die dir aber erklären wollen, wie genau das funktioniert. Und das meiste davon ist Bullshit. Das muss ich leider einfach so sagen. Wenn du Teil der größten deutschsprachigen Community für Frauen sein möchtest, die sich für das Thema Liebe, Dating, Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung interessieren, dann bist du hier genau richtig und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos mehr verpasst, denn ich lade jede Woche so 1 bis 2 Videos hoch, die dir dabei helfen, eine neue Art der Liebe, eine intuitive Liebe in deinem Leben zu leben. Die erste Sache, die Männer in einer Frau suchen, ist eine gewisse spielerische Leichtigkeit, eine gewisse Verspieltheit. Kein Mann der Welt will seine Lebenszeit mit einer Frau verbringen, die immerzu komplett ernst ist, die immerzu so eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und alles muss seine Ordnung haben, das muss so sein und zack und zack. Das will keiner. Männer wollen Zeit mit einer Frau verbringen, die lacht, die tanzt, die herumblödelt, die, wenn ihr Lieblingssong anfängt zu spielen im Radio, die ausrastet, anfängt zu tanzen, mitzusingen und das Leben zu zelebrieren. Die meisten Männer haben unglaublich viel Ernsthaftigkeit in ihrem Leben, weil sie ihr Herz verschlossen haben, weil sie Mauern gebaut haben, weil sie keinen Zugang zu ihren Emotionen haben, weil sie immer ihren Mann stehen mussten und so Dinge gelernt haben wie ein Indianer kennt keinen Schmerz und dann wollten sie immer dieser harte Typ sein. Wir haben oftmals nicht gelernt als Männer, diese weiche Seite in uns zu spüren und in uns zu leben. Und deswegen brauchen wir Frauen an unserer Seite, die uns so ein bisschen an die Hand nehmen und uns diese schönen Seiten des Lebens, diese Gefühlswelt, diese Gefühlsmatrix zeigen, die uns damit hinnehmen und uns dazu inspirieren, etwas weicher zu werden, etwas fröhlicher zu werden, etwas, die Welt nicht immer so super, super ernst zu nehmen. Und wenn dir das gelingt, dann hast du schon mal einen riesengroßen Vorteil ganz vielen anderen Frauen gegenüber. Die zweite Sache, die ein Mann in seiner Frau sucht, ist Sexiness. Das heißt, er möchte sehen, dass er mit einer Frau zusammen ist, die sich selbst sexy findet. Und du kannst einem Mann deine sexuelle Seite auf ganz viele unterschiedliche Weisen zeigen. Die Art, wie du dich bewegst, die Art, wie du ihn anschaust, die Art, wie du sprichst zum Beispiel, die Art und Weise, wie du ihm dein Interesse an ihm kommunizierst, kann unglaublich sexy sein. Wenn du dich nicht so sexy findest, aus welchen Gründen auch immer, dann fang an, eine neue Beziehung zu deiner Sexualität zu entwickeln. Vielleicht machst du mal einen Tanzkurs. Und da meine ich nicht so einen Cha-Cha-Cha-Tanzkurs, sondern etwas Intensiveres, etwas Leidenschaftlicheres, je nachdem, welche Tanzrichtung dich da anspricht. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Versuch mal, deinen Blick ein bisschen zu trainieren, in Anführungszeichen. Schau mal, achte mal darauf, wie ein sexy Blick funktioniert, wie du mit deiner Lippe arbeiten kannst, mit deinen Augen arbeiten kannst, mit dem Blickwinkel arbeiten kannst. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du lernen kannst, mehr Sexappeal auszustrahlen. Wichtig ist an der Stelle für das Video hier nur, dass ein Mann eine Frau sucht, die sich sexy fühlt und die keine Hemmungen davor hat, diese Sexiness auch in die Welt hinauszutragen. Denn das zeugt von einem gewissen Selbstwertgefühl, von einem gewissen Selbstvertrauen im Sinne von, hey, ich bin eine sexy Person und ich weiß das. Und du darfst ganz schön glücklich sein, dass du dir meinen Hintern anschauen kannst. Hier ist er. Das geht nicht darum, dass du dich zu einem sexuellen Objekt machst,
machst, sondern dass du die Welt mit einem gewissen Selbstbewusstsein, mit einer gewissen Souveränität lebst, dass du hinaus in die Welt gehst und dich nicht dafür schämst, dass du weiblich bist, dass du sexy bist. Und gerade viele Frauen, die beruflich sehr erfolgreich sind, haben es verlernt, haben es verpasst, einen Bezug, eine Verbindung zu ihrer sexuellen Seite, zu ihrer Sexiness aufrechtzuerhalten. Und gerade diese Frauen dürfen das wieder lernen und stolz darauf sein, dass sie so unglaublich sexy Wesen sind. Das ist absolut in Ordnung. Die dritte Sache, die ein Mann sucht in einer Traumfrau, ist das Kümmern. Wenn du dich um ihn kümmerst und dafür sorgst, dass er sich geliebt fühlt, dann ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gib ihm eine Umarmung, streichel ihn, komm ihm näher, halt ihn fest, halte dich an ihm fest und gib ihm das Gefühl, zeig ihm, dass die Welt ein besserer Ort ist, weil du bei ihm bist. Weil er bei dir ist, ist deine Welt besser geworden. Fühlst du dich sicherer, fühlst du dich geliebter, fühlst du dich ja, umsorgter. Und wenn du ihm das zeigen kannst und gleichzeitig ihm zeigst, dass du ihm das auch geben möchtest, dann kann er sich bei dir so richtig schön wohlfühlen, so richtig schön einkuscheln in diese, naja, riesengroße Blase der Liebe, die ihr euch da gegenseitig erschafft. Und wenn euch das gelingt, dann ist es einfach so ein warmes Gefühl im Herzen und es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, du weißt schon so ungefähr, was ich damit meine. Vielleicht weißt du es auch voll und ganz. Und dann achte einfach ein bisschen darauf, dass du diese Dynamik auch mit in eurer Beziehung lebst. Und das vierte, was ein Mann in seiner Traumfrau sucht, ist Unabhängigkeit. Männer lieben Frauen, die unabhängig sind. Zumindest emotional gesunde Männer lieben Frauen, die unabhängig sind. Männer, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben, die ein niedriges Selbstvertrauen haben, wollen eine Frau haben, die möglichst abhängig von ihnen ist, weil da das Risiko geringer ist, dass diese Frau ihn verlässt. Das ist aber emotional nicht gesund. Das ist eine emotional abhängige Beziehung, wo ihr euch gegenseitig Sachen durchgehen lasst, die euch nicht gut tun, nur weil ihr Angst habt, euch gegenseitig zu verlieren. Und das ist sehr, sehr schade. Was aber emotional gesunde Männer haben wollen, ist eine Frau, die unabhängig ist. Eine Frau, die ihr Leben alleine glücklich leben kann, die für sich selbst ihren Mann steht, die unabhängig ist, die emotional vor allem unabhängig ist und einfach glücklich mit sich selbst ist und dieses Glück mit dem Mann teilen möchte. So von wegen, weißt du, mein Leben ist geil und ich bin eine geile Sau und ich stehe auf mich selbst und du hast ganz schön Glück, dass ich dich daran teilhaben lasse, weil du bist nämlich auch eine geile Sau und ich stehe auf dich und deswegen will ich auch Teil deines Lebens sein. Das ist die Dynamik, die wir eigentlich haben wollen, denn das ist die Dynamik, die das Level an Bedürfnis, an Verlangen, an Sehnsucht nach der anderen Person kontinuierlich hochhält. Weil die andere Person ist so eine geile Sau, dass man einfach mehr davon haben will. Statt zu sagen, hey, ja, die ist sowieso so langweilig. Wenn ich nicht da wäre, wird sie halt alleine irgendwie zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Das ist nicht interessant. Davon fühlt sich kein Mann der Welt hingezogen, sofern er emotional gesund ist. Deswegen brauchst du so eine gewisse Unabhängigkeit, denn dann könnt ihr zusammen ein großartiges Team sein. Ihr könnt zusammen die Welt erobern und euch den Herausforderungen des Lebens stellen. Wenn euch das gelingt, wenn du es schaffst, diese vier Sachen zu leben, also spielerisch sein, sexy sein, wertschätzend, liebevoll sein und unabhängig sein, wenn es dir gelingt, diese vier Eigenschaften in deinem Leben zu leben und zu kommunizieren, hast du fantastische Chancen, die Traumfrau für ganz, ganz viele tolle Männer da draußen zu werden. Ich würde mich freuen, wenn dir das gelingt. Falls du Unterstützung dabei haben möchtest, dann komm gerne auf mich zu. Unterhalb dieses Videos findest du
einen Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich für ein kostenloses Strategiegespräch anmelden, für ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem ich gemeinsam mit dir herausfinde, wo du gerade stehst, was dein Engpass in Sachen Liebe ist, der dich aktuell davon abhält, diese Liebe in deinem Leben zu leben, nach der du dich sehnst, und was genau die nächsten Schritte sind, die du gehen solltest, um dein Ziel zu erreichen. Dieses kostenlose Beratungsgespräch ist dafür da, herauszufinden, ob du und ich im Zuge eines persönlichen Coachings zusammenarbeiten möchten. Wenn es dir also ernst ist, dein Liebesleben auf eine komplett neue Stufe zu transformieren, eine komplett neue Art der Liebe zu leben, also eine intuitive Liebe zu leben, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dich unterhalb dieses Videos für ein kostenloses Beratungsgespräch anzumelden. Dann wirst du von mir oder von jemandem aus meinem Team angerufen. Wir schauen, ob das zusammenpasst, ob du zu uns passt, ob ich zu dir passe, und dann, wer weiß, vielleicht arbeiten wir nächste Woche schon zusammen oder übermorgen schon zusammen an deinen individuellen Herausforderungen im Kontext Liebe und Partnerschaft. Ich würde mich freuen, dich persönlich kennenlernen zu dürfen, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.